gibt's. Ah, guck mal. Da ist der Schlüssel. Ist auf den Mast geklettert. Mastkorb. Müssen wir jetzt noch irgendwas hier machen? Hier ist doch irgendwas. Jetzt sehe ich doch von hier aus, dass hier irgendwas mit dem Ding hier ist. Galionsfigur, genau. Now to the real stuff. Okay, ich benutze jetzt erstmal den Schlüssel. Oh. Geh auf. Da ist... Oh, warte mal, hier oben ist ja auch noch was. Ein merkwürdig geformter Schlüssel. Okay. Aber ich will die Schatztruhe hier unten haben. Hier ist auch noch was. Da fehlt was, okay. Oh no. Da ist ein Buch. 30 Wochen sind wir nun bereits auf See und die ausbleibenden Schätze lassen die Besatzung unruhig werden. Obgleich ist es niemals zu... Obgleich ich es niemals zugeben würde, teile ich ihre Bedenken. Für Freibeuter steht viel auf dem Spiel. Und meine Geldgeber werden murren, wenn ich mit leeren Händen ankomme. Auf der San Espisito gemachten Gefangenen zufolge... Moment. Den auf der San Espisito gemachten Gefangenen zufolge müssten wir die Santa Helena in diesem Gewässer gleich hinter... Neu-Granada finden. Tumbe? Was ist Tumbe? Tumbe, Handlanger waren es mit allem außer den Arbeiten auf dem Deck. Unvertraut. Doch sie sprachen von einem an Bord befindlichen Artefakt großen Wertes. Ich nahm sie in meine Besatzung auf. Mhm. Mhm. Niemals tump. Einfältig dämlich. Vielen Dank. Eine seltsame Röhre habe ich gefunden. Okay, hier gibt's aber nichts. Oh, das ist schön. Das gefällt mir. Da passt auch 100 Pro hier der Buch. Ach, das kann man auch noch drehen. Dann müssen wir erstmal gucken, was hat er denn hier für Form. Okay, da kann man aber nichts dran ändern, okay. Der ist auch beides gleich, da muss dann dieses Häuschen da dran. Ja, das sieht doch so aus, ne? Die Form des Schlüssels passt nicht. Ach, die kann man auch noch drehen, oder was? Aha. Ich mache das jetzt mal so, dass die alle oben sind. Ne, der braucht aber, der muss oben, muss der so geformt sein. Das ist aber... Weiß ich nicht, das sieht komisch aus, da ist irgendwas... So! Auf das Ding hier. Okay, diese sieht so aus, als ob man da was sehen kann. Ja. Ja. Nummer 1. Kann man das schieben? Ja. Oh. What is this? What's this? What's this? What's this? Hmm.
Ach, guck mal einer an. Okay, was ist jetzt passiert? Da oben ist ein. Da kann man dran rumschieben. Ah, die kann man so rausduseln. Okay. Damit hätten wir hier, glaube ich, alles soweit gehabt. Jetzt brauchen wir halt irgendwas, was da reinpasst, ne? Was ist das? Ja. Ihr könnt mich hier überhaupt nicht. Ihr seid ganz schön. Ein kleiner Schlüssel. Was ist das? Muss mir das so einstellen? Weiß ich nicht. Ah, hier müssen wir doch. Oh, guck mal hier. Gar nicht gesehen. Ein Berg, ein Sumpf, ein Palast, ein Armenviertel. Warum nicht die Kajüte einer geschwind segelnden Galeere? Jeder schwindelerregende Schritt schleudert mich quer über den Globus, als wäre es ein schlichtes Huschen um die Ecke. Wirst du meinen Weg folgen oder dir einen neuen Weg bahnen? Gemessen an meinen eigenen Erfahrungen hast du gewiss so, schon so mancherlei erlebt. Ich werde weiter Notizen hinterlassen. Und dies solltest du auch tun, damit wir erkennen können, ob sich unsere Wege kreuzen. Aufregend ist dieser Ort für wahr, doch irgendwas stimmt hier nicht, wenn ich auch nicht zu sagen vermag, was. Ein Hauch irdischer Realität fehlt. Bisweilen riecht es nach Kalk und Theaterschminke. Okay. Ach stimmt, da fehlt ja dieses Ding hier. Wir haben. Was ist das? Eine seltsame Röhre. Oh, guck mal. Ah, das ist der Schlüssel für das Ding da. Okay. Da habe ich noch was gesehen. Da habe ich was gesehen. Da dürfen wir aber wahrscheinlich erst gleich hin. So. Schlüsselchen. Ich muss mich verabschieden und wünsche euch allen viel Spaß mit Streaming und einen guten Rutsch. Ja, vielen Dank, dass du da warst und dir auch einen guten Rutsch ins Neue. Oh, was ist das? Schiffe versenken? Es dauerte nicht lange, sie ausfindig zu machen. Wir fuhren 2 Meilen lang durch heftige Strömungen. Ach so, Strömungen Norden. Um ihren Vorsprung aufzuholen. Als wir dem Lande näher kamen, wanderten wir uns 2 Meilen gen Westen, um ihr an der Küste den Weg abzuschneiden. Davon ihr keine Spur war, fuhren wir 3 Meilen Richtung Süden, um sie zu finden. Wir erblickten sie, doch ehe wir sie aufhalten konnten, durchquerte sie das Kap. Nun müssen wir der Tide harren. Das müssen wir uns, glaube ich, aufschreiben. Weil wir den Weg jetzt, glaube ich, nachfahren müssen. Moment. So. Norden. 2 Meilen. Als wir dem Lande näher kamen, wandten wir uns 2 Meilen gen Westen. Westen 2 Meilen. Um ihr in der Kälte den Weg abzuschneiden. Da von ihr keine Spur war, fuhren wir 3 Meilen Richtung Süden. Um sie zu finden, wir erblickten sie, doch durchquerte sie das Kap. Durch Kap oder so. Okay.
Wo ist der Norden? Das ist ja schön, dass hier ein Kompass ist. Okay, also 2 Meilen Richtung Norden. Dann 2 Meilen Westen. Dann 3 Meilen Süden. Okay. Selbst die Elemente haben sich gegen uns gewandt. Der Weg am Kap vorbei führte uns 4 Meilen gen Westen. Moment. 4 Westen. Und schon bald sahen wir ihre Masten 4 Meilen entfernt im Norden. Also auch Norden 4. Als sie uns hinter sich erblickten, fuhren sie 2 Meilen nach Westen in eine Nebelbank hinein. Angesichts ihrer schweren Ladung könnten wir sie mühelos überholen, sobald sich bloß dieser verfluchte Nebel legt. Okay. Oder muss ich jetzt noch die Schlüssel da reinpacken? Machen wir hier. Schlüsselchen passt nicht. Was? Ich bin verwirrt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Dahin. Norden. Eins, zwei, drei, vier. Westen. Eins, zwei. Dahin. Ich weiß nur nicht wie. Vielleicht ist ja hier noch irgendwas, was wir sehen. Nee, das will ich nicht. Wie sieht's mit dem Button am Tisch aus? Ja, ich guck hier erstmal noch. Die ist jetzt beleuchtet, die war vorher, glaube ich, nicht beleuchtet. Warum kann man sich das hier so angucken? Hier muss man doch irgendwas.